see you turn around. Gib mir ein bisschen. Das ist so gut. Ich habe kein Geld. Guck mal, da ist eine Senorita. Willst du die nicht ansprechen? Hat zu viel Salami, so. Am besten kann ich den machen, wenn sie den allein. Ich gebe dir $100, wenn du die jetzt ansprichst. Welchen? Ja, den Afro, Sir. Die mit den. Den weißen Oberteil? Der mit den schwarzen Short und den lila Oberteil, ne? $100 sind $100. 200. Hä? 200? Okay, gib ich dir 200. Okay. Aber du musst ja vernünftig ein Gespräch machen, ne? Ich bring sie her. Oh, wow. Sicherheitsfirma. Ah. Ola, entschuldigt den Störung, ha? Aber es geht. Kann ich euren Lady 2 Minuten entführen? Ola. Mich? Aber soll ich mal 2 Minuten entführen? Oh nein, bitte nicht. Was willst du von der? Ich möchte einen kurzen Fragen machen. Dann frag hier. Aber das ist ein Frauensache, das ist mir unangenehm vor den Leuten. Frauensache? Ja, wenn's blutet, dann schiebt ihr so ein komisches Wattestäbchen rein. Noch nicht so ein Frauensache. Ja, was denn dann? Das ist mir unangenehm. Ey, hast du gehört? Ihm ist das unangenehm. Ja, ich hab den doch gar nicht gefragt, ob der doof ist. Ne, tatsächlich nicht. Ich bin nur ein bisschen schüchtern. Ja, dann hau raus. Mir egal jetzt. Aber mir nicht. Aber mir. Aber mir nicht. Ja, dann geh. Ja, aber wieso? Wieso? Ja, das musst du mir jetzt aber erklären, Mann, was dein Frauenproblem ist. Sie? Aber ich würde den sofort machen, ne? Hätte ich nicht diesen Schüchtern. Aber die erzählt uns das doch sowieso. Das mag sein, ja. Aber dann ist mir den egal, weil, ne, kriege ich nichts von mit. Ja doch, kriegst du ja jetzt mit. Nee, weil jetzt seid ihr ja da. Ey, entweder machst du es jetzt, während die dabei stehen, oder du läufst da die Straße entlang. Boah, sei doch nicht so aggressiv hier. Hey, du musst den Lachs stellen, ne? Ich habe nur einen Fragen stellen wollen. Komm schon, geh mal mit dir mit. Ich will nämlich wissen, was er hat. Ich bin neugierig. Dann geh. Aber ihr bleibt hier vorne, ne? Natürlich. Da oben. Ja, du musst keine Angst haben, ne? In der Wirklichkeit, ich entfuhr gar keinen Ladies. Ich habe keine Angst, Mann. Aber du, Motherfucker, solltest Angst haben, wenn du Scheiße baust. Hast du mich verstanden? Sehe ich aus, als würde ich einen Scheiße bauen? Ich sag's dir. Ja. Ich sag okay, nee, dann mach das mal. Ich mach keinen Scheiß, hab mal keine Angst. Wenn der noch einmal sagt, ey. Oh shit. Oh. Was ist? Jetzt hab ich ein bisschen Angst. Ja, dann hau raus jetzt. Oh Gott, den hat mir echt Angst gemacht. Oh, ja. Das ist mir echt unangenehm. Ich frag mich, was ein Mann mich fragen will, was. Ja. Also. Oh Gott. Das wird immer unangenehmer, glaub mir. Ich. Schüchtern. Hau raus jetzt. Oh Gott. Aber. Die tun meinem Kollegen nichts, oder? Nee. Sicher. Solange hier oben alles cool bleibt, machen die nichts. No, ich. Ohne Scheiß, ich würde dir nie was tun, ha? Ich kenn dich doch gar nicht. Also, ne? Und um dem ganzen unangenehmen Situation irgendwie entgegenzukommen, ich mache einen kurzen Vorstellung. Hi, ich bin dem Vato und ich hätte das nicht fragen sollen. Okay. Sie? Alles gut. Bist du sicher? Nimmst du den nicht übel? Nee, aber was ist jetzt dein Anliegen? Sie, vor lauter Aufregung, ich hab den schon fast vergessen.
eigentlich. Okay, ich hab den wirklich vergessen. Anderen Anliegen kein Problem. Improvisation. Ja. Hase Pieper. Ja. Wollen wir Follow gegen Follow machen? Ich möchte ein Influencer werden. Nee. Bist du sicher? Ja. Ganz sicher? Ja. Check mich auf Pieper. Ja, gib mir einfach mal deinen Namen. Bato, habe ich gesagt. Einfach nur Bato. Zieh, mit V. Ja, mache ich später mal, ne? Zieh, kein Problem. Aber ich glaube nicht, das kannst du dir nicht merken. Aber hey, sag deinem Kollegen doch, auf jeden Bato, Fall. Mit V. Zieh. Ich habe nichts getan, ne? Okay. Wirklich nicht. Ich habe nicht vorgehabt, eine Entführung zu machen oder so. Nee. Sieh, das haben den Kollegen bestimmt voll falsch aufgefasst. Ja. Ich entschuldige den wild gestikulieren. Ich mache den, wenn ich habe die Nervosität. Okay. Bitte habt keine Angst, das ist kein bösen, ne? Aggressionsmovement. Ja, alles gut. Bist du sicher? Ja. Alles, ne? Im lilanen Bereich? Ja. Das ist gut. Eieiei. Entschuldigung, eigentlich bin ich gar nicht so. Er kommt vor, ne? Nee, eigentlich nicht. Ja. Sie. Eieiei. Darf ich fragen, wie heißt du? Sonny. Oder wie nennt man dich auf den Streets? Sagt man das so heutzutage? Ich glaub schon. Wie war das, Sonny? Ja. Ah, ich verstehe. Heißt du auch so auf dem Pieper? Ja. Okay, ich wollte ein Follow für dich machen. Zwei Minuten sind um. Ja, zwei Minuten sind um. Fuck, okay, du musst unbedingt zurück, aber hey, Follow gegen Follow. Oh, fuck. Ich muss den direkt mal abchecken. Oh. Hab dich. Wer hätte das gedacht, hä? Hey, ich möchte nur mitteilen, ich habe den Lady nichts getan. Keine Entführung oder sonst was, ihr habt gesehen. Nee, ich hab's nicht gesehen, ich hab mir einen Kaffee gekocht. Ah, wunderbar. Oh, wow. Siehst du, so viel Vertrauen haben wir schon zueinander. Hm. Quasi. Alles okay bei dir? Aha. Wunderbar. Denen haben die nichts getan, oder? No. Das ist gut. Da sind nette Leute. Netten Leute. Sie, hab ich gleich gemerkt. So nett. Hey, ich mag euch. Und was geht bei euch, Homies, noch so? Bei uns Homies? Homies? Entschuldigung, ich dachte, das sagt man heutzutage so. Jetzt mal ehrlich, Monte, ne? Der will Influencer werden, ne? Ja, genau, deswegen wollte er mit mir reden. Aha. Und das ist ein Frauenproblem. Frauenproblem? Ich hab kein Frauenproblem. Der hat doch vorhin gesagt, er hat ein Frauenproblem. Ja. Sieht so ein Frauenproblem, ha? Sieh. Ach so, läuft's mit dem Influencen bei den Frauen nicht so, oder was? Ich arbeite dran, ha? Also, soll ich dir einen Tipp geben? Unbedingt. Geh zum Friseur. Auf gar keinen Fall. Aber also, danke für den Tipp. So, amigos. Sí. Senorita, wir gehen jetzt, ha? Aha. Ist, glaube ich, besser für uns. Wir waren nie hier. Ja, vergiss die Zornatora nicht. Ah, das wird er nicht. Nein, nein, du. Nicht du. Hä? Du? Wer jetzt? Ja, du. Du? Was, er? Nee, oder sie. Er? Warum denn jetzt das sie? Ist gemein jetzt, ja? Er. Warum ich? Warte, der schuldet dir doch $200, oder nicht? Ach so, schuldet der dem $200? Oder Monte? Ja, der da mit dem Hut. Ja, genau. Der da.
Ey, Penner. Oh, shit. Hey. Jetzt geht ihr deine 200 Dollar mal abholen. Na los, hinter. Ah, ja, du. Natürlich. Du schuldest ihm hier noch 200 Dollar. Ja, dem da. Sieh, mir, den schuldest du 200 Dollar. Was, wem jetzt? Dem mit dem blonden Haaren? Ja, genau dem. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube schon. Aber wenn den das sagt, dann muss das stimmen. Ja, aber ich lüge nicht. Aha. Ich hab den noch nicht. Das macht er nicht. Ich lüge aber auch nicht. Wegen der Wette. Willst du sagen, ich lüge? Nee, aber vielleicht Missverständnis. Nee, Alter, ich glaube, du schuldest ihm 200 Dollar. Aber wofür? Ja, für den Kaffee. Für welchen Kaffee? Den er sich kaufen will. Nee, er hat sich ja gerade schon einen. Ich hab den nicht bezahlt. Ja, und was ist morgen und übermorgen? Denk doch mal nach. Du musst doch mal an die Zukunft denken. Ja, aber vielleicht will er sogar noch einen Kaber. Aber wie erinnere ich dann meine zukünftigen Kinder? Ja, indem du arbeiten gehst, du faules Stück. Ich arbeite ja jeden Tag. Ja, siehst du, dann gibt's auch kein Problem. Ja, ja. Dann hast du ja für die Zukunft vorgesorgt. Mhm. Ja. Ja, und du? Ja, jetzt gibst du dem 200 Dollar. Ja, aber wieso kommt der dann nicht von sich aus? Ja, weil er schüchtern ist. Ich hab den schon gedacht. Ich auch. Ja, darum sind er zu dir gekommen. Nee, bist du gar nicht. Oh. Jetzt gib ihm doch die 200 Dollar. Mein Gott. Echt, ey. Oh, das ist aber viel Geld. Viel Geld. Ey, der Asiate, der verdient nicht so viel bei uns. Ich hab nur Yen. Ja, dann gib ihm halt 2 Millionen Yen. Ist mir doch egal. Nee, dann sind ja noch mehr als 200 Dollar. Das weiß ich doch nicht. Ich hab geschätzt, so Pi mal Daumen. Und wieder um den Daumen herum. Wie viel ist Pi mal Daumen? Ja, 200 Dollar. Guck mal, dem ist das schon voll unangenehm. Richtig. Ja, jetzt gib ihm doch die 200 Dollar. Das wäre mir bei der Haflisul auch, aber ich muss gehen, tschüss. Was hast du, ey, der hat dich beleidigt. Pass mal auf, du. Oh, shit. Ey. Alter. Oh, der haut ihn zurück. Oh, shit. Was denn jetzt? Oh, Katastrophe. Alles wegen dir. Oh, Gott. Na gut, komm, wir lassen ihn mal 1 gegen 1. Ah. Bam. Oh. Vorsicht, er kann doch nicht den Zähne da hauen. Oh Gott. Oh wow. Boah, der war mit Anlauf, mit Sprung. Oh. Was habe ich da angerichtet? Oh shit, der hat den voll gegeben. Ha! Ey, der haut mit deinen 200 Dollar ab, hinterher. Ich glaube, den braucht er für den Arztrechnung, hä? Oh, der kriegt auch aus. Oh shit. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber der Typ ist on fire. Jawohl. Oh. Nachts um 2 im Stadtpark, hä? Heiligen Scheiße, Alter. Bis später, Jungs. Shit, Alter. Haut rein. Bis später. Adios, hä? Adios, hä? Oh, wow. What the fuck? Die haben den Typen weggeprügelt. Shit, das haben wir nicht gesehen. Ich bin unschuldig. Okay, weißt du, was wir jetzt machen? Wir hauen jetzt hier ab. Ich will nicht da weg, aber wir gehen hier so rum. Hier rum? Okay. Aha. Nichts passiert. Lalalala.